So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Ja, ich habe mich auch so gut wieder darum gekümmert und wir haben jetzt wieder alle Sachen freigeschaltet. Wir fangen direkt hier unten an mit einem guten Taschendiebstahl. Eine gute. Meine Güte. Und während wir da hinlaufen, erzähle ich euch schon mal etwas zu Assassin's Creed, was ich mich noch gar nicht gemacht habe. Einigen von euch ist es vielleicht aufgefallen, Assassin's Creed 1 besitzt im Gegensatz zum zweiten Teil keinen Tag-Nacht-Zyklus. All das, was wir hier gerade tun, spielt sich innerhalb von einem Tag in dieser Stadt ab. Anders als bei Altair. Oh, hier haben wir eine Fahne. Gut, der Taschendiebstahl ist ganz in der Nähe. Gut, da vorne stehen die beiden. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager. Jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. Soweit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Okay. Sei doch nicht so misstrauisch, als würde jemand auf deine Tasche starren. Der hat schon nach hinten geguckt. Das war eigentlich ziemlich komisch. Aber okay. Was haben wir? Ah, ich hab's nicht gelesen. Karte, die Position von Talals Wachen zeigt. Machen wir als nächstes hier. Nochmal schöner Taschendiebstahl. So, beiseite. So. Okay, das ist da vorne im bewachten Bereich. Ich bin wieder nicht oft beschäftigt. So. Oh. Ich schau gerade, kommen wir hier hoch? Nee. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, da reinzukommen, ohne gegen die Wachen zu kämpfen. Sicherlich. Also über die Mauern auf jeden Fall. Hier rüber. Genau so. Perfekt. So sprinten wir mal. Aber wirklich auffällig, wenn man so durch die Stadt sprintet, muss ich mal sagen. Oh, das sind die beiden. Hehe. Okay, wir sehen mal an. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich zahle jeden Preis, den ihr verlangt. Jeden. Das ist nicht so einfach, mein Freund. Doch, ist es. Ich kenne alle seine Kniffe. Er ist ein Feigling, kein Kämpfer. Beim ersten Anzeichen von Ärger rennt er davon. Nehmt diese Karte. Sie zeigt euch seine Verstecke. Ihr versteht nicht. Oh doch, ich verstehe. Ihr habt Angst. Ihr nennt euch einen Krieger, doch ein einzelner Sklaventreiber erfüllt euch mit Furcht. Furcht? Nein, das ist es nicht. Was sonst? Es wäre ein schlechtes Geschäft für mich, wo ich doch bereits für ihn arbeite. Ihr? Versteht ihr nun? Und jetzt geht. Verschwindet und ich werde diese Unterhaltung vergessen. Interessant. Das ist also eine Wache von Talai. Wir warten mal, bis er sich rumdreht. Denn genau jetzt hätte er uns ertappt. Warten, bis er wieder losgeht. Und nehmen uns das, was er versteckt. Obwohl er nach hinten guckt. Naja. Karte, die den Soak zeigt, in dem Talal sich verstecken wird, wenn er flieht. Also wenn er flieht, wird er sich irgendwo verstecken. Auch interessant zu wissen. Oh, hier ist direkt ein Informantenauftrag. Haben wir hier auch Wachen? Ja, dann gehen wir auch hier runter. So, perfekt. Gut, hier haben wir den Informanten schon. Das ging ja schnell. So. Und hi. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind.
Okay. Um das kurz festzuhalten, er hat also Fahren verloren und steht mir jetzt hier im Weg. Das ist natürlich... Wo müssen wir hin? Okay, hier die Leiter hoch. Er hat die Fahnen verloren und ja. Also interessant, wo er langgelaufen ist, dann interessant, wie viele Fahnen es sind. Also die Quests sind ziemlich unglaubwürdig. Hoch, springen, fein. Ich glaube, wir haben eine Fahne vergessen. Wir warten mal ab. Dann hier, hier rüber. Hier hoch. Hier. Na. Hier hoch. Hier hoch. Hier rüber. Nee, war der richtige Weg, den wir gegangen sind. Und zurück zum Informanten. Hat ja gut geklappt. Wobei ich zurück zum Informanten muss. Hi. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Das hast du ja gefolgt heute. Oh, okay, alles klar. So. Haben wir hier noch einen Informanten und noch eine Belauschungsaufgabe. Dann haben wir es auch schon erledigt. Ob ich etwas suche? Ja, ich suche den Informanten. Da steht er. Hier hoch, hier hoch. Hier rüber. Hi. Friede sei mit euch, Alter, hier. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talas Männer haben mein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch für die Informationen, die ihr sucht? Ja. Zwei Stück an der Zahl. Sollte funktionieren. Nur wie gesagt, damit habe ich manchmal meine Probleme. Weil die Wachen doch in Assassin's Creed 1 ziemlich... Okay, da steht der eine. Schnell weg hier. Nein, ihr versteht. Ich flehe. Nur an den Kleinen. Geht die zweite Wache jetzt genau in dem Gang, wo wir den getötet haben. Wache, 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 Wache. Hi, hi, hi. Doch, gerade schon. So, perfekt. Hoch hier. Alter, ihr. Ihr konntet die, die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Alter, ihr. Ja, gerne doch. Talal befindet sich im nördlichen Teil der Stadt. Okay. Nördlicher Teil der Stadt, sprich hier irgendwo. Gut, hier haben wir noch eine Belauschungsaufgabe. 90 Meter am Ende der Stadt. Ziemlich blöd gelegen. Ja, übrigens wird sich mein ganzer Plan natürlich nach diesem Kapitel hier, sprich nach diesem Attentat, nochmal komplett ändern.
Hiernach haben wir, ihr kennt jetzt jede Stadt. Jerusalem ist ja die letzte Stadt. Es gibt ja Akkon, Jerusalem und Damaskus, in der wir operieren. Sprich, ab jetzt werde ich die Attentate komplett vorbereiten. Sprich, ich werde euch erst dazu holen, wenn ich in einer Stadt dann schon alle Aussichtspunkte habe. In der Ecke steht ein Templer. Sprich, ich werde die Aufnahme dann erst machen, wenn ich bereits alle Aussichtspunkte habe, alle Bürger gerettet habe. Okay, wir müssen da rein. Hier haben wir die Gelehrten stehen. Ja, sprich, wenn ich das Video jetzt beende in Masyaf, reite ich vielleicht doch bis dahin, wo man es auswählen kann. Sagt dann, ja, wir sehen uns das nächste Mal in Akkon wieder. Und in Akkon werde ich mich dann im Bezirk schon insoweit um alles kümmern, dass wir nur noch hier diese Hauptquests haben, diese Nachforschungen. Und dann das Attentat ausführen können. Sprich, die Aussichtspunkte und die Bürgerrettenmission erledige ich wieder offscreen. So aufregend ist das nämlich nicht. Ich selber langweile mich da auch bei offscreen und quäle mich da eher durch, damit ihr euch das erst recht nicht anschauen. So. Ja, setzen wir uns mal hier auf die Bank. Und hören ihn zu. Er ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr sagt nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Okay. Im Kampf wird Talal versuchen, seine Gegner mit dem Bogen auszuschalten. Ja, unser Problem ist, wir kommen ja nicht mehr raus. Geht weg. Dreht bitte wieder rum. Bitte. Really? Ich hol mir deine Augen. Gott. Schief halt, dass es gerade nicht laufen können. So, wir laufen weg. Weil ich auf der Flucht bin. So, perfekt. Ich war sicher, dass er hier ist. Bin ich ja auch, hi. Aber okay, hier haben wir ja schon das gute Assassinen-Kontaktbüro. Und jetzt ist ganz interessant, ratet mal, wer hier in Jerusalem der Kontaktmann ist. Richtig. Es ist Malik, der, mit dem wir im Tempel von Salomon waren und dessen Bruder wegen uns gestorben ist. Da steht er. Egal, hört einfach selber zu. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ja. Spule fort, wo aktuelleren. Wir haben gesehen, der Arm fehlt ihm. Er hat nur noch einen Arm.
Der Arm war auch sehr stark verwundet. Und ja, dass er unserem guten Alter hier feindselig gegenüber ist, kann man gut verstehen. So. Talal inspiziert sein Lager täglich. Das Attentat sollte bei seiner nächsten Inspektion stattfinden. Also auf zum Attentat. Freue ich mich am meisten drauf, denn die Attentate sind in dem Spiel doch ziemlich abwechslungsreich gestaltet. Auch das Attentat jetzt wird eine kleine Überraschung bieten. Mehr verrate ich dabei jetzt mal nicht, sonst ist es ja keine Überraschung mehr, logischerweise. Alter, ihr selber schuld. Du sollst eigentlich aufs andere Dach springen. Aber wir haben diese Greiffunktion noch nicht. Hier war gar keine Befragungsmission, oder? Doch, im letzten Video, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. So, hier hoch. Hier hoch. Alter, ihr, ey, du bist echt ein bisschen schwer vom Begriff. Okay. So, da müssen wir rein. Geht das? Perfekt. So. Gehen wir mal hier aufs Dach. So. Sehr schön.